Wir warten noch auf zwei wichtige Leute, aber die kämpfen noch mit den Navis und Fahrgelegenheiten in Trier. Es ist eben doch irgendwie eine römische Siedlung. Ja. Und das merkt man irgendwie an der Anzahl von behinderten Parkplätzen. Meine Damen und Herren, Thema unserer Tagung ist Karl Marx. Hier in Trier, klar, Anlass. Er ist im Mai 2018 hier geboren. Die Frage ist, warum Sie aus dem Weikersheim mit Karl Marx befasst. Es gibt eigentlich zwei Gründe. Erstmal einen generellen. Ich sehe nicht ein, dass sich die Linken immer mit uns befassen, sondern ich habe auch das Vergnügen, dass wir uns mit denen befassen. Das zweite ist, Marx kommt wieder. Er ist wieder aktuell. Und es ist natürlich dieses Globalisierungsthema. Und dieses Globalisierungsthema, das verbindet Weikersheim mit Karl Marx. In der Analyse werden wir gleich sehen, gibt es da durchaus Konvergenzen. In der Bewertung natürlich nicht. Auch das werden wir dann im Einzelnen sehen. Auf alle Fälle ist Marx, zumindest ein Großteil unserer Bevölkerung ist dieser Meinung, ein Titan des Geistes, der vielleicht neben Martin Luther die größte weltweite Wirkgeschichte eines Deutschen letztlich erreicht hat. Dabei geht es nicht allein um eine Jubiläumsfeier, sich mit Marx zu befassen, kann in Zeiten eines globalisierten Turbokapitalismus nur hilfreich sein. Schließlich hat er wie kein zweiter das Phänomen der Globalisierung bereits im Jahr 1848 vorhergesagt und ja sogar mit erstaunlicher Präzision beschrieben. Nach der Apotheose als Staatsphilosoph des Sowjetimperialismus und als Kultfigur soziologischer Seminare und der 68er Bewegung, unter der ich persönlich zu leiden hatte, ist Marx Anfang der 90er Jahre nach der Wende völlig aus dem öffentlichen Raum verschwunden. Er oszillierte zwischen Omnipräsenz und Omniabsenz. Heute, wie gesagt, kommt er langsam wieder und es wird natürlich Zeit, sich dieser Figur völlig unaufgeregt zu nähern. Teile seines Werkes, die von Wert sind, zu bewahren, von Teilen abzusondern, die sich als Ideologie erwiesen haben und höchstens als schlechtes Beispiel für die Geschichtsbücher eine Funktion haben können. Völlig klar ist, und dies gilt besonders in dieser hier kurz vorgelegten Betrachtung, dass jede Zeit Marx anders liest. Das geht allen Autoren so, eine kanonische Marx-Interpretation kann es nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus nicht mehr geben. Auch Marx ist nunmehr zum literarischen Beschuss von allen Seiten freigegeben und wir werden jetzt davon reichlich Gebrauch machen. Gerne unterscheidet man bei der Einschätzung von Karl Marx den frühen Marx, der sich im Gefolge der Auseinandersetzung mit Hegel, mit der Philosophie auseinandersetzte, vom reifen Marx, der sich als Vollendung der Lebensleistung der Kritik der politischen Ökonomie gewidmet hat. Eine solche Unterscheidung ist indes zu statisch. Wir halten es da lieber mit Karl Korsch, der die Entwicklung des marxischen Denkens als Abfolge von Kritiken deutete, von der philosophischen Religionskritik. Kam Marx zur soziologischen Kritik der Philosophie, von dort zur Kritik der politischen Ökonomie und zu den ökonomisch vermittelten politischen Verhältnissen seiner Zeit. Das waren keine separaten Abschnitte. Marx denkt zirkulär und dialektisch. Die eine Kritik ist in der anderen aufgehoben. Ja, sie sind sich gegenseitig Voraussetzung. Verbindungselement aller Kritiken ist bei Marx ein utopisches Motiv. Das wohl in seinen jüdischen Wurzeln und in der Christianisierung seiner Familie zu suchen ist. Eschatologisch sucht er einen gesellschaftlichen Endzustand,
in dem der Mensch aus dem Zustand der Entfremdung und Selbstentfremdung in ein Reich der Freiheit fortschreitet, wo die Menschen die Naturkräfte und auch die gesellschaftlichen Kräfte, die sie ja selbst geschaffen und losgetreten haben, beherrschen können. Er nennt diesen Zustand Kommunismus. Das aus dem deutschen Idealismus stammende Motiv der Aufhebung der Entfremdung bleibt bei Marx in allen seinen Schaffensphasen präsent. So bestimmt er auch seine gesamten politökonomischen Studien, wo es darum geht, die Verdinglichung der Sozialbeziehungen durch die kapitalistischen Verhältnisse, wo der Tauschwert, der Warenwert und der Profit zum Herrscher über das menschliche Dasein wird aufzuheben. Der Sozialismus als Aufhebung jeglicher Entfremdung bedeutet, so Friedrich Engels, das Ende der menschlichen Vorgeschichte und den Sprung aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Trotz dieses ideologisch geprägten Hintergrundes gelingt es Marx, politökonomische Studien vorzulegen, die bis heute nichts an Aktualität verloren haben, ja, die wesentlich das Phänomen des heutigen Turbokapitalismus erklären können. Was zunächst verwunderlich erscheint: Marx war durchaus ein Freund des Freihandels und der Globalisierung, zumindest auf Zeit. Er sah die Globalisierung als Vorstufe zum Sozialismus an, der in seiner Sicht ja nur internationalistisch organisiert werden konnte. 1847 bemerkte er im Anhang seiner Schrift das Elend der Philosophie, Zitat: Im Allgemeinen ist heutzutage das Schutzzollsystem konservativ, während das Freihandelssystem zerstört wird. Es zersetzt die früheren Nationalitäten und treibt den Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf die Spitze. Mit einem Wort, das System der Handelsfreiheit beschleunigt die soziale Revolution, und nur in diesem revolutionären Sinn stimme ich für den Freihandel. Die Ausführungen des Ahnherrn des Sozialismus können erklären, warum heutzutage in der Frage der Globalisierung geradezu ein Schulterschluss zwischen Linken und Großkapital zu verzeichnen ist. Diese Denkart war bereits bei Marx angelegt. Allerdings ist auch heute für die Linke dieser Globalismus und die Zusammenarbeit mit dem Großkapital nur ein Zweckbündnis auf Zeit, um den Sozialismus weltweit zum Siege zu verhelfen. Marx kommt im Gefolge seiner politökonomischen Studien in seinem Hauptwerk, dem Kapital, zu der Erkenntnis, dass es ein der kapitalistischen Produktionsweise eigentümliches Populationsgesetz, ein Gesetz der relativen Überbevölkerung, gibt. Die Populationsfrage hängt mit den Gesetzen der kapitalistischen Akkumulation zusammen. Diese führen zur Entstehung des Weltmarktes und zur Globalisierung der Produktion. Marx schreibt wörtlich: Die Bourgeoisie hat durch die Exploitation des Weltmarktes die Produktion und Konsumption aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Entsprechend dieser Internationalisierung der Produktion braucht der Kapitalismus über Ländergrenzen hinweg disponible Menschenmassen, eine disponible industrielle Reservearmee. Diese Reservearmee kann, wenn sich die Zentren der profitablen Produktion verschieben, sofort und ohne Abbruch der Produktionsleiter in andere Sphären auf die entscheidenden Punkte werfbar sein. Diese disponiblen Menschenmassen sind bei globalisierter Produktion aber nicht mehr in den Grenzen des Nationalstaates rekrutierbar. Marx wörtlich: Der kapitalistischen Produktion genügt keineswegs das Quantum disponibler Arbeitskraft, welches der natürliche Zuwachs der Bevölkerung liefert. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser Naturschranke unabhängigen industriellen Reservearmee. Ich grüße meinen Kollegen im Amte und grüße Wolfgang Sommer. Sie haben es dann doch noch geschafft. Und das ist gut so. Die industrielle Reservearmee, die sogenannte Surplus-Arbeiterpopulation als relative und migrationsfähige Überbevölkerung der kapitalistischen Produktion,
hat dabei nicht nur die Funktion, schnell am richtigen Ort der Produktion einsetzbar zu sein, sie hat auch die Funktion, die Lohnkosten in Schach zu halten. Auch die Arbeitskraft ist im Kapitalismus eine Ware, jedenfalls nach Marx. Und je mehr davon auf dem Markt ist, desto billiger ist sie zu haben. Die kapitalistische Produktion produziert dabei automatisch ihre industrielle Reserve. Denn durch die Zulage des konstanten Kapitals und den damit verbundenen Produktivitätssteigerungen kann eine bestimmte Summe von Produkten mit immer weniger Arbeitskräften erstellt werden. Zitat wieder Marx: Die kapitalistische Akkumulation produziert viel mehr, und zwar im Verhältnis zu ihrer Energie und ihrem Umfang, beständig eine relative, das heißt für die mittleren Verwertungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher überflüssige oder Zuschuss Arbeiterbevölkerung. Mit der durch die Arbeiterschaft produzierten Akkumulation des Kapitals, so Marx an anderer Stelle, produziert die Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel ihrer eigenen überzählig machen. Marx nahm in diesem Zusammenhang an, dass durch die Zunahme des konstanten Kapitals mit seinen Produktivitätsfortschritten geschicktere Arbeiter durch ungeschicktere ersetzt werden können und dass es dadurch zu einer durchgängigen Pauperisierung der Arbeiterklasse kommen müsse. Wiederum Zitat: Die Überarbeit des beschäftigten Teils der Arbeiterklasse schwellt die Reihen der Reserve, während umgekehrt der vermehrte Druck, den die Letztere durch ihre Konkurrenz auf die Erstere ausübt, diese zur Überarbeit und Unterwerfung unter die Diktate des Kapitals zwingt. So führt die pauperisierte Reservearmee auch zur Pauperisierung des sich zunehmend dequalifizierenden beschäftigten Teils der Arbeiterschaft. Die Zahl der Arbeitslosen steigt und der Preis der wahren Arbeitskraft sinkt. Der Arbeiter wird zum Pauper. Diese Pauperisierung weiter Teile der Arbeiterschaft führt dann zusammen mit dem Wachstum des konstanten Kapitals zu Überproduktionskrisen, weil die Kapitalisten auf ihren Produkten sitzen bleiben, da sie keiner erwerben kann. Die Arbeitslosigkeit und die Reservearmee steigt weiter. Hier liegt der Kern der marxischen Veredelungstheorie. Marx braucht diese Veredelungstheorie, weil er nur so den Nachweis führen kann, dass der Arbeiter gar nicht anders kann, als sich zu erheben, um den Sozialismus einzuführen. Der Sieg des Sozialismus ist so wissenschaftlich erwiesen, der Kommunismus erweist sich als wissenschaftliche Weltanschauung. Doch wie Franz Borkenau, ein ganz großer Marx-Kenner in den 50er Jahren, in seiner glänzenden Analyse des Marxismus, bereits 1956 war das, nachwies, macht Marx an dieser Stelle, um die Notwendigkeit des Sozialismus nachzuweisen, einen schweren logischen Fehler. Diesen Fehler hat er später auch durchaus erkannt, aber niemals eingestanden. Denn die Pauperisierung und die Überproduktionskrisen durch die Produktivitätsfortschritte des konstanten Kapitals können auch und gerade im Kapitalismus dadurch aufgehalten werden, dass die Produktion von Konsumgütern verstärkt durch die Produktion von Produktionsgütern ersetzt werden. Die Anpassung, so schreibt Borkenau, der Produktion an eine starke Einkommensdifferenzierung, ja an wirkliches Massenelend, besteht also einfach darin, dass der Anteil der Produktionsgüter des konstanten Kapitals C bei Marx in der Gesamtproduktion sich steigern kann, was dann seinerseits auf den Umweg über die Verbilligung der Produktion wieder zur Verminderung des Elends und zu günstigeren Verteilung des Einkommens führen kann. Durch diesen Effekt können sich die Lebenshaltungskosten der Arbeiter verbilligen. Die nachgelassenen Berechnungen von Marx über das Verhältnis von konstanten und variablen Kapital, die nach dem Tode von Marx als Band 2 des Kapital herausgegeben wurden, bestätigen, dass er von diesem Fehler gewusst hat. Doch diese Forschungen blieben Fragmente. Sie sind auf die ihm dämmernde Erkenntnis zurückzuführen, dass, so schreibt Borkenau, dass sie seine Theorie erschütterten, sowie auf die vergeblichen Bemühungen, diese dennoch zu halten und zu entwickeln. Die Katastrophentheorie seiner Jugend hat Marx nicht nur niemals widerrufen, sondern erst im Alter aus ihm, in
seiner radikalsten Form entwickelt. Die Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Produktion steuert soeben nicht blind und automatisch auf totale Verelendung und damit auf die Unausweichlichkeit des Sozialismus zu. Im Übrigen hat Marx auch den Einfluss der Gewerkschaftsbewegung und die politischen Kompensationsmechanismen des sozialen Wohlfahrtsstaates nicht gesehen, vielleicht auch gar nicht zu seiner Zeit hat in dieser Deutlichkeit sehen können. Marx setzte alle seine Hoffnungen auf das Proletariat. Das war für ihn die schöpferische Klasse, die alleine den gesellschaftlichen Reichtum produziert. Diese Vorstellung hängt mit seiner objektivistischen Werttheorie zusammen. In Anlehnung an den englischen Nationalökonomen David Ricardo bestimmt Marx den Wert einer Ware über das Quantum der in ihr enthaltenen gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Das Quantum der in ihr enthaltenen gesellschaftlich notwendigen Arbeit konstituiert den Wert einer Ware. Typisch für den Kapitalismus ist, dass der Arbeiter in der Produktion mehr Wert herstellt, als er als Lohn für seine Arbeit zurückbekommt. Diese Differenz, diesen Mehrwert steckt der Kapitalist ein und begründet damit seine Profite. Gegenüber dieser Kostenwertlehre, welche die Preisbindung und den Wert einer Ware über die Arbeit und Herstellungskosten herleitet, wurde von der bürgerlichen Ökonomie immer wieder und überzeugt eingewendet, dass sich der Wert einer Ware alleine über subjektive, individuelle Wertschätzung ergibt. Was nützt alle in der Ware geronnene Arbeit, wenn das Produkt auf dem Markt nicht verkauft werden kann? Insbesondere die österreichische Schule der Nationalökonomie um Karl Menger hat mit ihrer Grenznutzenlehre, wonach der Wert eines Gutes durch die subjektive Wertschätzung seiner jeweils letzten Einheit, also der Grenzeinheit, bestimmt wird, dem Marxischen Werteobjektivismus auf das Heftigste widersprochen. Die Werttheorie und die Verelendungstheorie erweisen sich somit als elementare Schwachstellen in der Marxischen Theoriearchitektur. Mit dem Brüchigwerden der Verelendungstheorie verliert die Marxische Herleitung des Sozialismus seinen wissenschaftlichen Charakter. Denn wenn das Proletariat aus existenziellen Gründen der Pauperisierung sich nicht zwangsläufig erheben muss, so werden kapitalistisch-sozialistische Mischübergangsformen, wie zum Beispiel die soziale Marktwirtschaft denkbar, die große Revolution kann durch Reformen ersetzt werden. Dies entsprach aber nicht dem Marxischen teleologisch-eschatologischen Weltbild. Wie Frank Borkenau nachwies, hat Marx seiner eschatologischen Revolutionsrhetorik seinen Realitätssinn geopfert. Die Marxische Utopie stellt ein Weltdrama in 5 Schritten dar. Es beginnt alles mit dem Urkommunismus, eine Zeit völliger gesellschaftlicher Harmonie, mit der Einführung des Privateigentums und dann später des Kapitalismus kommt die Zeit der Verderbnis, dann kommt die Zeit der sozialistischen Revolution, die Diktatur des Proletariats, die das neue Paradies, die Zeit des vollendeten Kommunismus einleitet. Obwohl Marx mit dem Judentum seiner Zeit radikal gebrochen hatte, so finden wir dieses Schrümperschema als Muster der alttestamentarischen Prophetie wieder. Es geht um die Rettung des Restes des Guten bei Jesaja in einem Endparadies, wo der Löwe neben dem Lamm liegt und schläft. Und so finden wir bei Marx die eigentümliche Konstellation vor, dass ein durchaus scharfer Realitätssinn, zum Beispiel in der politischen Ökonomie, über ein Netz und Grundmuster jüdisch-christlicher Erlösungsmetaphysik gespannt ist. Marx ging tatsächlich in großer Naivität davon aus, dass Technik und Wissenschaft, wenn nur die privatkapitalistischen Anwendungsformen den gesellschaftlichen kollektiven Produktionsverhältnissen im Sozialismus angepasst werden, ein Paradies auf Erden schaffen. So wird er und sein Mitstreiter, ich bin gut in der Zeit, so wird er und sein Mitstreiter Friedrich Engels trotz aller vermeintlicher Wissenschaftlichkeit seines Sozialismus nicht müde, die Utopie des Kommunismus zu skizzieren. Und da sind der Fantasie der beiden keine Grenzen gesetzt. Die Welt besteht auf einmal aus Engeln, weil jeder mit Nachdruck seine Fähigkeiten einbringt, aber nur das Nötigste zur Befriedigung seiner Bedürfnisse einfordert.
Natürlich wird unter diesen Umständen jede Rechtsordnung überflüssig. Also Schachschneider ist nicht mehr gebraucht. Rechtsordnung, der Staat als Überbau der Klassenherrschaft stirbt auch ab. Ja, überhaupt verwandelt sich nach Engels die gesellschaftliche Ordnung aus einer Herrschaft von Menschen und Übermenschen in eine Verwaltung von Sachen. Politik wird letztlich überflüssig, weil es keine Macht mehr gibt, die Menschen über Menschen ausüben. Anstelle dessen entwickelt sich die freie Assoziation, die Gesellschaft wird amorph, sie entwickelt sich zu einer fluiden, kontur- und institutionslosen, permanenten Selbstorganisation. Die Gesellschaft wird strukturlos, alle Widersprüche fallen zusammen in eine Coincidentia Oppositorum. Die Gesellschaft wird gottgleich als Vereinigung und Einheit aller Widersprüche gesehen. Wird die Gesellschaft strukturlos, wird die Soziologie als Wissenschaft überflüssig. Bereits in den 68er Jahren hat dies in soziologischen Seminaren für gewisse Irritationen geführt. Auch der Einzelne tritt in ein grenzenloses Reich der Freiheit. Jegliche Form der Arbeitsteilung hat ein Ende, die Trennung von Kopf- und Handarbeit wird aufgehoben. Es stirbt jegliche spezialisierte Berufstätigkeit. Die Gesellschaft regelt die allgemeine Produktion und macht es möglich, jetzt Zitat Marx, heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne jeden Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden. Nachzulesen bei Marx in der deutschen Ideologie. Der Kommunismus erweist sich als fröhlicher Dilettantismus. Die DDR-Verhältnisse haben dem ja durchaus auch recht gegeben. Dabei zeigt sich, je blumiger und paradiesischer die Utopie, desto grausamer werden die Versuche, diese paradiesischen Umstände in Wirklichkeit umzusetzen. Denn wenn sich in der Revolutionierung der Gegenwart diese paradiesischen Umstände nicht unmittelbar einstellen, dann müssen mit noch mehr Zwang, Herrschaft und Terror diese Umstände herbeigezwungen werden. Der reale Sozialismus hat davon genug Auskunft gegeben. Utopische Gesellschaftsentwürfe, die eine nachrevolutionäre Heilung versprechen, landen alle im Totalitarismus. So wie das Anatole France in seinem Werk Die Götter dürsten beschrieben hat. Er zeichnet das Bild eines Jakobiners, der für die sofortige Abschaffung der Todesstrafe ist. Vorher müssen allerdings alle Befürworter der Todesstrafe liquidiert werden. Vor dem Paradies steht das Tor zur Hölle. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.